entscheiden, wer jetzt reden darf? Lass mich mal kurz eine Sache reinbringen. Ich bin ja schon sehr lange hier unterwegs und ich verfolge das ja, dass wir ganz bewusst aufeinander und auseinander gehetzt werden. Wir haben das Zeitalter der medialen Verdummung. Das hat der große Peter Scholl-Latour uns noch mit auf den Weg gegeben. Und das merkt man bis in die kleinsten Bestandteile hinein. Bis in die Familien hinein merkt man das. Das ist ganz bewusst. Aber es gibt andere, wie Dr. Daniele Ganser. Wir werden alle durch unsere Geburt in die Menschheitsfamilie hineingeboren. Wir sind eine Menschheitsfamilie. Wir sind nicht alle gleich, aber wir sind eine Familie mit ganz unterschiedlichen Menschen, mit Kindern, mit Brüdern, mit Schwestern, mit Enkeln, mit Tanten und Onkeln. Das ist alles eine Familie und darauf müssen wir uns besinnen. Und wir müssen achtsam mit den Menschen unserer Familie umgehen, mit unserer großen Familie. Wir dürfen uns nicht auseinanderhetzen lassen. Was uns trennt, das ist dieses Geld. Dieses Geldsystem, das nimmt aus unserer Gesellschaft das Geld auf Konten von Menschen, die nie dafür irgendwas gemacht haben. Leistungslos erhalten die Riesensummen jeden Tag. Und das müssen wir umkippen. Und damit wir das nicht erkennen, werden wir so getrennt, bis in das Letzte hinein. Wenn wir uns einig sind und machen das, was uns gut tut, was anderen gut tut, das muss nicht unbedingt Geld kosten. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, müsste man nach und nach probieren. Also ich habe da schon so viele Sachen ausprobiert, dass alles funktioniert. Was man miteinander machen kann. Und denkt dran, wir sind Teil dieser Menschheitsfamilie. Auf den anderen achten, auch auf sich selber achten. Sich selber bewusst werden, wer man ist und was man gut kann. Und das müssen wir machen. Jeder ist anders. Jeder hat bestimmte Qualitäten, die er nutzen kann und wo er mit den anderen helfen kann. Auch Gleichgewicht, Respekt und Liebe achten. Ja, Respekt und Liebe, genau. Ja, Liebe ist der Gegenteil von Hass. Da kann man alles mit erreichen. Man kann sogar Leute, die ganz und gar gegen einen sind, man kann die an die Wand lieben. Ihr steht hier heute auf der Mahnwache. Ich war vorige Woche Montagabend in Berlin vor dem Brandenburger Tor. Dort wurden 2014 im März wurde die erste Mahnwache abgehalten und angemeldet. Mit offenem Mikrofon. Und die Mahnwache ist für den ersten Weltfrieden. Das war damals, wo dieser Ukraine-Konflikt anfing, ja, wollen wir mal sagen, hässlich zu werden. Da haben die sich gegründet. Die Mahnwache ist hier für den ersten Weltfrieden. Und wir wollen uns hier mit Ideen austauschen, wie wir für uns Frieden erzeugen können. Ja, das ist der Ursprung von dieser Mahnwache. Da kommen wir her. Und ich bin seit 2014 mit dabei, weil meine Enkel sind ja schon am Start. Ich habe die übernächste Generation. Und als Oma sieht man vieles ganz anders. Ich sehe zum Beispiel die ganze politischen Entscheidungen, die wirken alle gegen uns Menschen, gegen unser Miteinander. Und darauf habe ich keine Lust mehr. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr was findet, was euch Spaß macht, was anderen Menschen gut tut, mitmachen, mitmachen, mitmachen. Alle raus auf die Straßen. Dieses Analoge, weg von dieser virtuellen Realität im Internet. Damit bewegen wir nichts. Wir müssen hier draußen zusammenkommen, so wie heute. Wir müssen uns kennenlernen. Also, machen wir weiter. Ihr trefft mich fast immer hier, jeden Montag 18:30 Uhr. Ich bin Oma Ilona. Oma Ilona!